Was ist eine Beinvenenthrombose und welches sind die möglichen Auslöser dafür? Kurz vorweg: Venen sind die Gefäße, die das Blut wieder zurück zum rechten Herzen bringen, wo es durch die Lunge gepumpt wird, wo der Gasaustausch stattfindet und so wieder ins linke Herz kommt. Ein Thrombus respektive eine Thrombose ist ein Blutgerinnsel in einer Vene, welches die Vene ganz oder teilweise verstopft. Bei der Beinvenenthrombose sind die tiefen Venen im Bein, die hauptverantwortlich sind für den Blutrückfluss aus den Beinen, betroffen. Ein Blutgerinnsel kann sich dabei nur in einer Vene bilden oder aber auch in mehreren Venen und auch die Ausdehnung kann unterschiedlich sein. So unterscheiden wir Thrombosen, die nur im Unterschenkel sind, von denen, die auch oder nur den Oberschenkel respektive die Beckenvenen betreffen. Es gibt verschiedene Risikofaktoren und Situationen, die zu einer erhöhten Thromboseneigung und letztlich zu einer Thrombose führen können. Nur einige Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit: größere Operationen in den letzten 3 Monaten, die Ruhigstellung beispielsweise eines Beines durch Verletzung oder Bettlägerigkeit wegen schwerer Krankheit, Hormontherapie zur Verhütung und auch eine Schwangerschaft zählen dazu. Bei welchen Beschwerden sollte an eine Thrombose gedacht werden und was kann die Gefahr einer Beinvenenthrombose sein? Je nachdem, wie ausgedehnt die Thrombose ist und wo in den Bein- und Beckenvenen sich diese befindet, können folgende Beschwerden auftreten. Meist eine einseitige Schwellung des Beines, nur an der Wade oder auch am Oberschenkel, und Schmerzen. Die Gefahr einer Beinvenenthrombose ist, dass sich das Blutgerinnsel aus den tiefen Venen löst und so via rechtes Herz in die Lunge gelangt und dort einen Teil der Lungengefäße verstopft. Das nennt man Lungenembolie. Die Beschwerden bei einer Lungenembolie können Atemnot, Schmerzen beim Atmen und auch Kreislaufprobleme sein. Eine Lungenembolie kann lebensbedrohlich sein. Darum sollte man bei Beschwerden eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen, diese nicht selbst behandeln und nicht zuwarten. Mit welchen Untersuchungsmethoden kann man eine Beinvenenthrombose feststellen und wie behandelt man diese? Einerseits versucht die Ärztin oder der Arzt, oft die Hausärztin oder der Hausarzt, anhand der Beschwerden die Wahrscheinlichkeit einer Thrombose abzuschätzen und entscheidet dann, ob ein Bluttest oder direkt eine Ultraschalluntersuchung der Beinvenen gemacht wird. Mit dem Bluttest, dem sogenannten Dedimer-Test, kann in gewissen Situationen die Thrombose bereits ausgeschlossen werden. Nicht selten braucht es aber eine Ultraschalluntersuchung. Diese kann beispielsweise bei uns im Universitätsspital Basel auf der Angiologie gemacht werden. Die Untersuchung der Beinvenen mit dem Ultraschall dauert etwa eine halbe Stunde. Die Behandlung der Thrombose und Lungenembolie besteht generell darin, dass man sofort mit einer blutverdünnenden Therapie beginnt, meist in Tablettenform. Diese Therapie dauert je nach Grund für die Entstehung der Thrombose mindestens 3 Monate, kann aber auch längerfristig sinnvoll sein. Zur Linderung der Schwellung und Schmerzen am Bein wird, insbesondere bei einer ausgedehnten tiefen Beinvenenthrombose, eine Therapie mit einem Kompressionsstrumpf empfohlen.